Sie waren zwar Weltmeister, aber sie würden gegen Messi und seine ganze Mannschaft antreten. Und sie würden bald verstehen, dass man in Argentinien den Hausherren respektiert. Oh, terrible moment for Reina! 3-0! Awful, awful for the poor Liverpool goalkeeper whose feet simply disappeared beneath him, so that Carlos Tevez had an empty net to fill. Poor Pepe Reina! Spanien hatte gerade die Weltmeisterschaft in Südafrika 2010 gewonnen. Sie waren nun im Monumental des River-Stadions in Buenos Aires angekommen, um ein Freundschaftsspiel gegen die argentinische Nationalmannschaft zu spielen. Die Argentinier begannen das Spiel mit voller Kraft und der Respekt für den Weltmeister? Es gab absolut keinen Respekt von Messi und seinen Kollegen. Die Nummer 10 wollte nämlich so schnell wie möglich ein Tor erzielen. And again! And Reina is beaten, and the world champions are behind. And it's the little maestro with a magical feather-like touch. Es war noch nicht viel Zeit vergangen, aber die Argentinier brachten die Spanier schon in Schwitzen. It's not a bad line on CB to be beating the world champions, and it's a lead that they could double here, Argentina. And two with an absolutely terrific finish from Higuain. Less than a quarter of an hour played in the River Plate, and Argentina are two to the good against the greatest in the planet. Spanien wollte sich nicht vor der ganzen Welt blamieren. Daher begannen sie nach und nach die gefährlichen Chancen zu erarbeiten. Und in den Füßen von David Villa lag die effektivste Waffe. Doch zu ihrer Verzweiflung hatte der Albtraum bereits begonnen. Und er sollte nicht enden. Oh, terrible moment for Reina! 3-0! Awful, awful! For the poor Liverpool goalkeeper whose feet simply disappeared beneath him, so that Carlos Tevez had an empty net to fill. Poor Pepe Reina rarely gets a glimpse of a chance in the Spanish team. And tonight he may wish he had never had that chance. Nightmare. Die Leistung der spanischen Mannschaft an diesem Abend war wirklich katastrophal. Es waren nur die großen Stars der Mannschaft, die versuchten, etwas zu tun, um auf jeden Fall eine noch größere Enttäuschung zu vermeiden und zum Gespött der ganzen Welt zu werden. That's Burnett. Here again, deflection, good save, and the post, driven back in. Was it an Eintze who's gone over there, who's poleaxed? Argentina certainly a man down. It's no obligation for Spain to stop, but to Sporting, I suppose it is a friendly game. Die Gäste brauchten ein Tor, wie seit der Ecke. Aber sie schafften es nicht und die erste Halbzeit endete mit einem 3-0. Die zweite Halbzeit hatte mit einer ganz anderen Energie begonnen. Jetzt waren es die Spanier, die auf dem Platz und im Angriff alles gaben. Und sie zeigten ihren ganzen Willen, ein Tor zu erzielen. Nice first touch from Navas. He's made himself half a yard. Great delivery! And header wide from Llorente, but Navas has injected that little special something that he has. Der spanische Trainer, Vicente del Bosque, war von Pepe Reinas Leistung nicht überzeugt. Und als Victor Valdez seinen Platz einnahm, hat er sofort mehr Sicherheit verspürt. All through for Esteban Cambiasso, and hit with some force by Higuain. Requiring Valdez to go across and get a touch. Die Argentinier behielten die Oberhand, aber Spanien versuchte weiterhin ein Tor zu erzielen, um wieder in das Spiel zu kommen. Von allen Seiten versuchten sie, eine Gefahr zu erzeugen, aber sie machten damit kein Tor. Der Ball wollte nicht reingehen. Als es schien, dass ein Hoffnungsschimmer aufgetaucht war, ging der Albtraum wieder von vorne los. Messi. Off he goes. That's beautifully done from Messi. Oh, 4-0. Or so it might have been, but for the upraised flag against Di Maria. Spanien ließ die Arme nicht sinken und alle großen Spieler der Mannschaft versuchten, so gut es ging, schlüssige Chancen zu generieren. Xavi. Got the top brick in the wall. And back in by Cazorla, touched onto his crossbar by Romero. Here's Xavi again. Romero war wirklich eine unüberwindbare Barriere.
Aber als niemand mehr damit gerechnet hatte, kam endlich das spanische Tor. Monreal, Llorente turning and scoring. A little late in the day, but it's a start for Spain. They have 6.5 minutes to do it twice more. Es war bereits das Ende des Spiels und niemand hatte mehr etwas zu verlieren. Deswegen stürzten sie sich mit voller Kraft in den Angriff. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste versuchten, verzweifelt ein weiteres Tor zu schießen. Und niemand schaffte es, ein Tor zu schießen, sodass Argentinien beschloss, das Spiel mit einem Knall zu beenden. Santa, that was clever. I'd say, oh, they have their fourth. Kun Aguero, as the clock ticked over 90 minutes, rising to meet Eze's cross. Das Endergebnis war ein Schock für die spanische Nationalmannschaft, die mit dem Titel gekommen war, die beste Mannschaft der Welt zu sein. Das spanische Team konnte aber mit dem Druck nicht umgehen, indem monumental von River zu spielen, gegen alle argentinischen Fans und speziell gegen Lionel Messi und das ganze argentinische Team.